Willkommen zurück bei Badulais Schreibmaschinen. Im heutigen Video geht's, wie man es im Titel schon gesehen hat, nicht um eine Schreibmaschine speziell, sondern es geht um das Allerwichtigste bei jeder Schreibmaschine, und zwar dem Farbband. Denn ohne einen gescheiten Farbband kriegt man kein gescheites Schriftbild aufs Papier. Und die ganzen Farbbänder, die damals oder jetzt noch in euren Schreibmaschinen drin sind, die nicht neu sind, die sind alle ausgetrocknet. Oder in den meisten Fällen ausgetrocknet. Und da sollte man sich auf jeden Fall ein neues Farbband zulegen. Und da das für viele Schreibmaschinen-Einsteiger, die sich jetzt ihre erste Maschine gekauft haben, wahrscheinlich ein Problem ist, weil sie nicht genau wissen, welches Farbband jetzt wie wo reinkommt und welches man kaufen kann, mache ich jetzt einmal dieses Video. Wie man ein Farbband einbaut, habe ich schon mal erklärt, habe ich ein kleines kurzes Video gemacht, könnt ihr gerne vorbeischauen, falls ihr da Fragen habt. Aber jetzt zu den Farbbändern allgemein. Welche Farbbänder passen wo rein, worauf muss man achten und welche Tipps habe ich da für euch? Ja, erstmal zum Wichtigsten, und zwar zu den Farbbandmaßen. Also, die Maße von Farbbändern sind zum Glück so gewählt, dass sie genormt sind. Also, damals war man zum Glück so schlau, dass man, das ist man heute wahrscheinlich nicht mehr, weil jeder seine eigenen Produkte verkaufen will. Also, jedes Farbband passt praktisch in jede Schreibmaschine. Also, wenn es vorausgesetzt, es sind 13 mm Farbbänder und Gruppe 1 Spulen. Die passen praktisch in jede Schreibmaschine ab den, sagen wir mal, 30ern bis zu der letzten mechanischen Schreibmaschine. Klar, es gibt Ausnahmen. Zum Beispiel Mercedes, Continental oder ganz, ganz alte Schreibmaschinen aus der Entwicklungszeit, die haben spezielle Spulen und spezielle Farbbandmaße. In den meisten Fällen sind es, wie schon gesagt, 13 mm Farbbänder. Royal zum Beispiel benutzt 11 mm Farbbänder. Continental und Mercedes benutzen teilweise zwischen 11 und 16 mm Farbbänder. Also da müsst ihr genau schauen, welche ihr jetzt braucht. Und ja, also es gibt verschiedene Maße, aber 90% der Fälle von Schreibmaschinen, zum Beispiel diese RKM von 1939, da passt so ein ganz normales Gruppe 1 13 mm Farbband rein. Also man braucht ja jetzt keine Wissenschaft draus zu machen, sondern es gibt wirklich sehr, sehr viel Auswahl an Farbbändern, vorausgesetzt, die sind Gruppe 1 Spulen und 13 mm Farbbänder. Solche könnt ihr zum Beispiel auch bei mir auf der Website kaufen, dazu aber gleich mehr. Was muss man machen, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Schreibmaschine habt, in die eine Sonderspule und ein Sonderfahrband kommt? Also wenn ihr eine Sonderspule braucht, dann seid ihr schlecht dran, vorausgesetzt ihr habt sie nicht. Aber in den meisten Fällen ist das Farbband oder die Farbbandspule noch in der Maschine eingebaut. Das heißt, ihr könnt einfach die Farbbandspulen von eurer Sonderspule einfach mal rausnehmen, das alte Farbband lösen, dass ihr dann quasi nur noch, jetzt brauche ich ein Beispiel, hier zwei solche Spulen habt, sagen wir, das sind jetzt Sonderspulen, sind es tatsächlich auch. Angenommen, ihr habt jetzt sowas, zwei Stück, dann könnt ihr einfach euer neues Farbband, was ihr kauft, einmal von der einen Spule auf die andere wickeln, dass es hier am Ende ist. Also man sieht, da geht es nicht mehr weiter, das Farbband ist jetzt leer oder auf der einen Spule leer. Dann löst ihr das hier und hakt es in eure Sonderspule ein. Wenn ihr das gemacht habt, das ist jetzt sozusagen die Sonderspule. Zur Demonstration. Zweck mache ich es jetzt so. Also ihr habt jetzt eure Sonderspule, wickelt das neue Farbband auf eure Sonderspule. Es dauert ein bisschen von Hand. Und wenn ihr das gemacht habt und eure einzelne Sonderspule voll ist und die andere Spule wieder leer, dann macht ihr dasselbe auf der Seite. Das heißt, ihr löst das Farbband hier, nehmt die andere Sonderspule, hakt sie hier dran und dann habt ihr euer Farbband schon umgespult auf ein frisches Farbband. Ja, was macht ihr, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Sondermaß von der Farbbandbreite habt? Zum Beispiel bei einer Roy oder einer Continental Standard mit 15 mm Farbband. Dann nehmt ihr am besten ein einfarbiges Farbband, zum Beispiel lila, blau oder schwarz. Und das wickelt ihr genau wie bei dem anderen, wie ich gerade erklärt habe, auf die Sonderspulen. Es passt zwar nicht perfekt drauf, das ist etwas zu klein in meisten Fällen, wenn ihr zum Beispiel 15 mm Farbband habt, aber da ihr ein einfarbiges Farbband habt, könnt ihr trotzdem schreiben. Also so ein 16 mm Farbband findet man leider nicht wirklich häufig und nicht sehr leicht. Und meistens sind die auch schon ausgetrocknet, weil die halt wirklich nicht so oft gekauft werden. Deswegen könnt ihr auch einfach ein 13 mm Farbband auf eine 15 mm Spule stellen, wickeln und dann eure Farbbandeinstellungen zum Beispiel auf Rot stellen, was glaube ich. Dann kommt ihr, glaube ich, relativ gut zurecht. Also dann könnt ihr trotzdem schreiben und ihr habt ein durchgängiges Schriftbild. Also der ganze Buchstabe wird abgedruckt. Ja, war jetzt etwas umständlich erklärt, aber ich hoffe, man hat es verstanden. Ja, wo könnt ihr die Farbbänder kaufen? Also die meisten von euch werden es wahrscheinlich schon mitbekommen haben auf Instagram oder auf meiner Website. Ich verkaufe auch meine eigenen Farbbänder. Bisher
habe ich auch nur schwarz und schwarz-rote Bänder verkauft. Aber seit neuestem habe ich auch noch drei andere Farben. Bald hoffentlich noch mehr. Also es ist noch mehr in Arbeit. Und zwar habe ich jetzt blau, lila und lila-rot. Ein Schriftbild habt ihr hier. Also ein wirklich sehr schönes Schriftbild. Die Farben sind auch sehr, sehr herausstechend. Und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr davon was kauft. Weil ich habe jetzt sehr, sehr viel Zeit reingesteckt, bunte Farbbänder anzuschaffen. Weil sowas gibt es halt gar nicht. Es gibt sowas in England, in Amerika gibt es sowas. Aber dort etwas von dort zu kaufen, da kostet der Versand und der Zoll allein schon. Da seid ihr bei einem Farbband ganz locker bei 25 Euro mit Versand, mit Zoll und dem Farbband selbst. Und bei mir auf der Website kosten die gerade 8,50 Euro. Also ein buntes Farbband und schwarz und schwarz-rote Bänder 5,50 Euro, genau. Und mit dem Rabattcode, da könnt ihr, wenn ihr die Farbbänder auf einer Website kauft, könnt ihr den Rabattcode unten eingeben und da könnt ihr dann den Rabattcode Farbband1 eingeben. Und dann bekommt ihr einen Rabatt von 1 Euro pro buntem Farbband und 12% pro schwarzem und schwarz-rotem Farbband. Also ihr könnt auch noch einiges sparen, wenn ihr jetzt einen Rabattcode einlöst, den ihr ja, jetzt vor diesem Video habt. Und es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr vorbeischaut. Würde mich auf jeden Fall sehr unterstützen und mich sehr freuen, weil ich hier wirklich sehr, sehr viel Zeit und Liebe reinstecke. Und es war auf jeden Fall sehr, sehr nervenaufreibend und zeitaufwendig, diese Farbbänder hier zu beschaffen. Also ich habe jetzt 7, 8 Monate dran rumgemacht, diese Farbbänder hier zu besorgen. Ja, ansonsten, was gibt's noch zu sagen? Wie lange hält so ein Farbband? Also wenn ihr jetzt so ein Farbband bei mir auf der Website kauft, dann kriegt ihr erstmal so einen kleinen Karton. Da ist dann ein eingeschweißtes Farbband drin. Dieses eingeschweißte Farbband hält nach Herstellerangaben 18 Monate. Meiner Erfahrung nach sollte das Farbband auch noch nach längerer Zeit, sagen wir mal 2 Jahren, immer noch relativ gut schreiben. Und wenn es mal so offen ist wie jetzt hier und es Kontakt mit frischer Luft hat und zum Beispiel hier in der Schreibmaschine eingelegt ist, dann hält es auch ein gutes Jahr, würde ich mal sagen. Also meine Farbbänder, ich habe jetzt meine Maschine im Koffer stehen, sagen wir mal meine Olympia SM2, meine allererste Schreibmaschine. Die habe ich jetzt seit 4 Jahren, da habe ich 2 Farbbänder reingemacht und die schreiben jetzt immer noch relativ gut. Klar, ich habe nicht viel mit der Maschine geschrieben, aber sagen wir jetzt mal von der Lufttrocknung hält das Farbband schon ein gutes Jahr. Wenn ihr viel damit schreibt, kann es weniger werden. Auf so einem Farbband sind übrigens 10 Meter Farbband, also 10 Meter Band. Und das hält auf jeden Fall einiges. Da könnt ihr einige hunderte Seiten schreiben und da merkt ihr keinen großen Unterschied. Ja, also das ist die Haltbarkeit von so einem Farbband. Was gibt es noch zu beachten? Wenn ihr jetzt so ein frisches Farbband kauft, frisch verschweißt, das gerade auspackt, direkt in die Maschine einlegt und losschreibt, kann es sein, dass ihr unter eurem Schriftbild so Schatten habt. Also so kleine Tintenabdrücke von der Reibung vom Farbband am Papier. Da solltet ihr euch keine großen Gedanken drüber machen. Das liegt dann daran, dass die Farbbänder einfach so frisch sind, dass sie etwas zu viel Tinte haben. Das ist auch vom Hersteller so gemacht oder so gewollt, dass die auch noch lange halten, die Farbbänder. Und demnach kann es sein, dass ihr so einen Schatten habt. Wartet einfach eine Woche, wickelt das Farbband locker auf und dann wartet eine Woche, dann sollte der Schatten weggehen. Ansonsten gibt es, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu beachten. Wie schon gesagt, Farbbänder gibt es bei mir auf der Website zu kaufen in verschiedenen Farben. Rabattcode Farbband1. 1 Euro Rabatt pro buntem Farbband und 12% pro schwarz-rotem Band. Zu den Farbbandspulen habe ich eigentlich alles gesagt, also Sonderspulen und sowas, wie man die umwickelt, wie man das einbaut. Ich habe mal ein Video darüber gemacht, könnt ihr gerne vorbeischauen. Ist ein schnelles Anleitungsvideo und falls ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr gerne dort vorbeischauen. In diesem Sinne vielen Dank fürs Anschauen. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick in die Farbbandthematik von Farbbändern bekommen, von Schreibmaschinen bekommen. Und ja, vielen Dank fürs Anschauen. Schaut gerne auf meiner Website vorbei und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.